So, hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Let's Play und Rezensionsvideo von Phil Walker Hardings Bärenpark, erschienen bei Lookout Games. Und Stefan und ich werden euch jetzt mal eine Zwei-Personen-Partie zeigen, wie ihr hier schon seht. Alle Leute, die früher gerne Tetris gespielt haben, die Patchwork mögen, die von Uwe Rosenberg ein Fest für Odin mögen, alles so Spiele in der Richtung, wobei das ist eher so auf Patchwork-Niveau als auf ein Fest für Odin-Niveau. Für die könnte das was sein. Und zwar haben wir hier halt so, ne, so einen Park, der aus einem Teil besteht. Wir können wir bauen den halt jetzt und wir können halt insgesamt noch drei weitere Teile dazu bekommen, die wir halt irgendwie beliebig anordnen können. Die müssen nur halt immer irgendwie miteinander verbunden sein. Und während des Spiels bekommen wir halt immer irgendwelche Teile. Wenn wir hier irgendwelche Dinger überdecken, dürfen wir uns hier entsprechend Plättchen nehmen. Das zeigen wir euch alles gleich beim Spielen. Das ist am besten zu verstehen dann. Und die haben halt immer unterschiedlich viele Punkte. Wenn man so ein Plättchen, so ein Ding hier komplett zugebaut hat, bekommt man hier nochmal so einen Extra-Marker mit einer Bärenstatue, wo man halt auch schnell sein will, um da mehr Punkte zu bekommen. Und das ist so vom Grundgedanken her das ganze Spiel. Also wirklich so ein Lege-Puzzle-Knobelspiel so ein bisschen. Und wir spielen das jetzt auch gleich mit der Profi-Variante. Die Profi-Variante hat noch so drei Aufträge, die wir jetzt hier einfach zufällig rausgenommen haben. Da gibt es, weiß nicht, 10 unterschiedliche. Die soll man am Anfang als Empfehlung weglassen und später dann dazu nehmen. Also wenn ihr schon irgendwie Erfahrung mit Spielen habt und mehr als 20 Spiele in eurem Leben gespielt habt, könntet ihr die auch gleich von Anfang an reinnehmen. Macht das Spiel auf jeden Fall interessant. Sollte man meiner Meinung nach auch reinnehmen. Und was die machen und so, zeigen wir euch gleich, wenn wir losgespielt haben. Und das Spiel ist wirklich von den Regeln und vom Spielablauf her unfassbar einfach. Also es ist wirklich nichts Kompliziertes. Ist eben trotzdem durch das Legen und Zurechtposen und so, wir haben es jetzt immer nur zu zweit gespielt, echt schick. Man ist eigentlich ständig involviert, wenn man entweder, wenn der Gegner dran ist, kann man selbst schon mal ein bisschen planen, was man zu einem Teil macht, was man sich dazu kauft. Mit 3 oder 4 Leuten ist das sicher immer noch nett. Da haben wir, also ich weiß nicht, wie das dann da mit der Downtime ist, aber wir werden jetzt einfach mal drauf losspielen. Ich bin Startspieler, das heißt, ich bekomme hier so eine Einserhütte, mit der ich gleich irgendeinen Teil abdecken kann. Daher bekommt dann Stefan so ein Ding. Und wenn wir jetzt zu dritt oder zu viert spielen würden, würden der dritte und vierte Spieler noch so ein Teil bekommen, was einfach noch ein Feld mehr abdeckt. Und wie gesagt, wir erklären euch jetzt eigentlich alles Wesentliche beim Spielen. Wie immer könnt ihr im Prinzip angucken, solange ihr wollt, und dann irgendwann raus zum Fazit springen, was dann oben irgendwo eingeblendet sein wird, zu welcher Zeit ihr da springen müsst. Und so, das ist jetzt mein Park am Anfang. Ich habe halt nur so ein Einserplättchen, das heißt, das kann ich jetzt irgendwo hinlegen. Ab da muss ich immer angrenzend daran bauen und je nachdem, wo ich das hinlege, wenn ich zum Beispiel hier drauf lege, kann ich mir von diesem Stapel hier jetzt ein neues Parkplättchen nehmen, das irgendwo anlegen. Wenn ich hier so eine Schubkarre rüberdecke, dann, ne, hier ist auch die Schubkarre abgebildet, das heißt, dann darf ich mir irgendwas von denen hier nehmen und ihr ahntet schon, wenn ich so einen Bagger überdecke, darf ich mir eins von diesen Teilen hier nehmen. Oder so ein Betonmischer. Und ihr ahnt es, hier ist so ein Kran. Wenn ich so einen Kran abdecke, den man auf dem Startplättchen nie hat, der ist dann immer, also ist immer einer auf den, ne, Erweiterungsteilen quasi, darf ich mir eins von denen hier nehmen. Man darf auch immer downgraden, also immer was Kleineres nehmen, wenn man möchte, was man manchmal auch will, weil das Sinn macht. Und an die kommt man also nur ganz schwer ran. Da wir halt nur 3 neue Plättchen im Spielverlauf anlegen, kommen wir da halt eben auch nur an 3 ran. Und die gibt's halt auch alle nur einmal, wenn weg, dann weg. Die anderen Plättchen hier gibt es abhängig von der Spielerzahl. Jetzt bei 2 Spielern gibt es halt die mit 6, 4 und 2 Punkten. Und hier sieht man dann, wie die Verteilung der Plättchen mit mehr Spielern ist. Das heißt, zu viert hat man halt welche mit 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenn man zu 6 spielt, mit 6, 5, 4, 3, 2. Und so ist es eben immer an die Spielerzahl angepasst, dass es halt immer genug Plättchen gibt. Wobei es halt hier diese besonderen mit diesen Außengehegen, die gibt es alle nur einmal. Das heißt, wer da zuerst kommt, der malt zuerst. Und das Thema heißt halt Bärenpark. Wir bauen so einen Park für Bären, wo auch irgendwie Koala-Bären drin sind, die eigentlich keine Bären sind, sondern Beutetiere, aber die trotzdem da reinkommen. Und ihr merkt das schon, wenn ihr solche Spiele kennt, das Thema ist natürlich absolut aufgesetzt. Wir legen einfach Teile. Das hat halt hier dieses Bärenthema, aber ich finde, oder dieses Parkthema, ich finde das Artwork ist auf jeden Fall schön, nett. Und ich finde auch, diese Auslage hier, dass man alles irgendwo hinlegt, dass man weiß, was wo seinen Platz hat, ist auch ganz cool, wenn es das nicht geben würde. Also, ja, also ich finde gut, dass es das gibt, weil das macht das Ganze aufgeräumt. Man weiß, wo man gucken muss, man weiß, wo man was hinbauen kann. Auch wenn man dann abräumt und alles dann nochmal spielen will. Aber wie gesagt, ja, und jetzt geht's schon los. Jetzt kann ich halt überlegen, wo will ich das hinlegen? Muss dann immer überlegen, was bekomme ich dann da für einen Teil für? Ich könnte halt hier gleich was hinlegen und habe dann gleich zu Anfang mehr Optionen, komme aber langsam in die Gänge. Weil angenommen, ich würde jetzt das Ding hier hinlegen, würde ich ja nur so ein neues Plättchen hier bekommen, hätte aber kein Teil. Das heißt, dann nächste Runde dürfte ich mir eins von diesen Basisdingern nehmen, dürfte es aber nicht anlegen. Das heißt, ich würde einen Zug verlieren. Sowas sollte man im Idealfall immer vermeiden. Das heißt, man sollte das jetzt schon so anlegen, dass man nächste Runde gleich noch mehr Plättchen bekommt. Und ja, ich lege den mal einfach hier auf diesen Betonmischer und nehme mir dann hier dieses Plättchen. Wie gesagt, wenn ich das anlege, ist das auch 6 Punkte wert. Darunter liegen halt 4 Punkte. Das heißt, es geht hier auch immer darum, ne, wer zuerst kommt, malt zuerst. Man will schnell unterschiedlich viele Teile haben und nicht immer das gleiche, weil dann kriegt man viele Punkte. Okay, das habe ich jetzt. Ich lege es noch nicht an. Jetzt ist erstmal Stefan dran. Ich lege mein Teilchen hier auf.
und habe dann so einen weißen Bagger überbaut und dann nehme ich mir dieses Teil, weil das wird später für die Aufträge interessant, weil es gibt nämlich einen Auftrag hier. Wer zuerst drei von diesen Gobi-Bären heißen die oder so ähnlich, Wüstenbären hat, der bekommt diesen Auftrag und deswegen diesen Auftrag erfüllt nämlich die. Ja, jetzt sind wir schon beide einmal dran, das geht also sehr flott. Jetzt kann ich ja dieses Teil hier nehmen und das einfach so hier drüber legen. Jetzt bekomme ich ja zwei Schubkarrenteile, das heißt, ich bin da gleich ein bisschen flexibel, was ich dann mache. Ist zum Beispiel ganz gut, wenn ich das hier überdecken will, bekomme ich ja kein neues Teil, kann ich trotzdem in der nächsten Runde gleich was überdecken. Und zwar nehme ich jetzt mal einfach so ein Teil und so ein Flussteil, denn es gibt auch Aufträge für Flussplättchen, und zwar die hier. Wer es zuerst schafft, so eine richtige Wasserstraße aus drei miteinander verbundenen Flussplättchen zu legen, der bekommt halt dieses, ne, das obere Auftragsplättchen bekommt halt 10 Punkte. Wer das als zweiter schafft, bekommt einfach 3 Punkte weniger. Und genau, das nehme ich mir jetzt noch. Mal gucken, wie ich das dann baue oder ob ich das zusammenbaue. Und dann ist schon Stefan wieder dran. Ich mache es ganz ähnlich. Also ich muss das ja angrenzend zu einem meiner Plättchen bauen. Also lege ich das hier an und bekomme dann zwei grüne. Und dann nehme ich mir genau das gleiche. Ich nehme auch ein Flussplättchen und ich nehme ein längeres Teil. Gut, schon bin ich wieder dran. Also lege ich jetzt erstmal das Ding hier drauf. Und da ich jetzt hier diese Bauarbeiter überdecke, darf ich mir dann gleich ein neues Plättchen nehmen. Beziehungsweise ein so neues Kartenteil. Da kann man auch immer schon so ein bisschen auf die Anordnung achten, ob das zu dem passt, was man so ausliegen hat oder nicht. Das merkt ihr dann spätestens, wenn ihr selbst mal spielt. Und ich würde sagen, ich nehme jetzt einfach mal dieses Ding hier, weil ich das eigentlich ganz cool finde. Lege ich jetzt einfach mal hier dran. Man kann das jetzt schon so ein bisschen runter. Also ich kann halt jetzt hier oben weiterbauen, ich kann hier noch welche hochbauen, ich kann hier so eine Ecke reinbauen, ich kann das komplett längsgezogen bauen. Das bleibt vollkommen mir überlassen. Ich lege meinen Teil hier an, überbaue einen weißen Bagger und da habe ich jetzt noch die Option, eins von diesen höherwertigen Sechserteilen zu bekommen, weil es sind am Ende ja 6 Punkte wert und nicht eins von den Vieren. Und dann nehme ich mir dieses Teil. Und dann bist du wieder dran. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder super clever geplant. Ich wollte jetzt eigentlich das hier so hinlegen und so einen Fluss da hochbauen, dann würde ich kein Teil bekommen, würde also wieder eine Runde verlieren. Das ist eigentlich immer der Worst Case, das will man nicht. Die Frage ist, was will man dann? Ich könnte jetzt zum Beispiel das Ding einfach so hier drauflegen, würde ich halt diesen weißen Betonmischer und überdecken und würde mir so einen Spielplan teilnehmen. Ich kann das hier direkt angrenzen legen. Nehme mir dann mal einfach das Ding hier und lege das mal hier an. Und bei diesem Betonmischer nehme ich mir jetzt natürlich das letzte Sechserplättchen, das da liegt, und habe das dann schon mal. Ich lege meins hier und habe dann sowohl ein neues Plättchen als auch ein neues grünes. Also nehme ich hier eins und lege das hier an. Und ich bekomme ein neues grünes Plättchen. Da nehme ich mal einfach nochmal einen Fluss. Vielleicht wird es doch noch was mit dem Fluss. Gucken wir mal. So, jetzt die große Frage, was mache ich? Könnte den zum Beispiel hier hinlegen, dann würde ich die beiden überdecken, dürfte mit einem so einen Betonmischer und einen Schubkarren nehmen. Das heißt, ich könnte mir zum Beispiel das hier nehmen und noch so einen Fluss nehmen. Ich lege das hier an, dann bekomme ich so einen weißen und eine Erweiterung hier. Und das muss ich nach oben hin anlegen, also nehme ich das hier. Gut, dann lege ich den mal hier hin und nehme mir dafür nochmal so ein Flussding und weiß jetzt schon, dass ich das da auf jeden Fall das zuerst haben werde, weil Stefan das nicht vor mir hinbekommen wird, auf jeden Fall. Du aber auch nicht. Warum nicht? Weil dieser Fluss ist nicht verbunden. Das ist kein Fluss. Warum nicht? Weil der Fluss ist nicht verbunden. Ah, das muss so liegen. Das ist kein Fluss, schau. Das bildet keinen Fluss. Warte, will ich das dann so? Okay. Dann lege ich das, stimmt, hat er recht, dann lege ich das mal so hin und nehme mir dafür dann trotzdem diesen Fluss. Will ich das? Dann kriege ich es ja gar nicht. Ich kriege es aber trotzdem nicht fertig, ne? Kriegst du nicht fertig? Nee. Warte. Mal überlegen hier. Nehme ich mir mal hier das Ding. Ich lege den hier an, dann bekomme ich ein grünes Teil und einen großen Bagger. Und da wähle ich mir... Vielleicht einen gelben? Vielleicht einen gelben. Die Frage ist bloß, welchen ich da wähle, weil der Achter ist einfach zu ungestüm. Das ist jetzt doof. Aber ich kann doch keinen Sechser nehmen. Das wäre halt völlige Verschwendung.
Du bist ja eh noch nicht angreifend in den Bären da. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich noch irgendeinen angenehmen Achter nehmen. Ich nehme den ja. Denn ich habe noch einen Bünden vergessen. Mhm. Dann nehme ich einen solchen. Okay, dann lege ich den hier und bekomme halt einen so einen gelben, also ne, so ein großes Ding hier und so ein kleines. Das heißt, ich nehme mir einfach mal das und das hier. Ich lege das hier ein und gebe weiter. So, das war kurz und schmerzlos. Dann lege ich mal das Ding hier hin, bekomme dafür ein neues Teil und eine Schubkarre. Bei der Schubkarre, das habe ich da, nehme ich mir jetzt einfach mal so eine Imbiss. Bude hier, das Artwork ist auch ganz niedlich. Es ist zwar sehr unaufdringlich, aber wenn man mal genauer hinguckt, auf jeden Fall echt ganz schick. Und dann nehme ich mir noch das Ding hier, weil ich ja so ein, ne, die Bauarbeiter abgedeckt habe. Und damit hast du auch alle vier. Mehr als vier Park. Genau, also ich bin damit durch. Ich kann, also auch wenn ich jetzt noch den hier überdecke, bekomme ich nicht noch neun dazu, weil es ist halt, ne, höchstens vier Stück. So, ich lege den hier und dann habe ich mein erstes Parkgelände hier abgeschlossen. Mhm. Und deswegen bekomme ich hier diese Statue mit 16 Punkten. Das ist natürlich nervig, aber das kann ich auch. Zack, lege ich den mal hier hin und dann habe ich immer einen D mit 14 Punkten und kann das Ding jetzt hier hinlegen. Ich lege den hier an, nimm einen grünen. Den warte, den auch machen. Ich lege den hier an, nimm den hier und du bist dran. Jo, dann lege ich mal den hier hin, bekomme dafür einen so ein Betonmischteil. Und dafür hätte ich gerne diesen Bär. Oh, das hast du mir weggenommen. Das hat da genau reingepasst bei mir. Oh. Ach, ich glaub's dir fast. Ärgerlich. Also wie ihr seht, so ein gewisser Ärgerfaktor ist auch da, aber ein ganz, ganz, ganz kleiner. Ist ein geringer. Na gut, also lege ich das hier. Dann nehme ich mir ein neues hier. Und ein grünes Plättchen. Ups, das hier. Das ist halt die Frage, ne? Wenn ich das hier hinlege, bekomme ich dann die Bären noch zugebaut? Wahrscheinlich. Doch. In der Theorie, ja. Dann mache ich das mal so und nehme hier dieses Bärending. Da hat es uns echt wehgetan. Das ist ärgerlich. Aber gut, dann lege ich das hier an. Warte, vielleicht will ich das nochmal überdenken. Wenn ich das so mache, dann würde ich natürlich meinen Auftrag hier nicht mehr vollbekommen, den ich eigentlich auch noch vollbekommen wollte. Also Fluss. Alles kann man da nicht haben. Ja, aber das eine bringt 8 und das andere bringt 10. Schon, aber es ist immer eine Differenz von 3 Punkten, ne? Deswegen ist es eigentlich bei 2 Spielern egal, wie hoch da der Wert ist, weil die Differenz ist immer die gleiche. Das heißt, damit sich Stefan ein bisschen mehr ärgert, nehme ich jetzt einfach das Ding hier. Noch mehr ärgert. Ja, da hat man ein bisschen mehr Emotionen im Spiel, das tut immer gut. Wenn ich den so lege, kann ich ihn trotzdem nicht mehr schaffen. Jetzt versucht er noch bei meinem Flussbein zu. Ja, zumindest irgendwo. Den Fluss kann ich auch nicht mehr schaffen. Ja, das hat keiner von uns. Ja, dann lege ich hier oben. Und nimm den her. Stefan hat natürlich sehr dicht da gebaut. Das ist ganz gut. Bei mir sieht das hier so ein bisschen zerfahren aus. Das heißt, ich könnte noch Probleme bekommen, das alles zuzubekommen. Aber ich lege das jetzt mal hier hin, bekomme dafür so eine Schub. Karre und diese. Also ich nehme jetzt den hier, weil ich habe den erfüllt und bekomme ja noch so ein Schubkarren-Ding. Da kann ich jetzt ja schon mal so ein bisschen grob planen. Ach, dann nehme ich erstmal noch so einen Fluss. Nee, nicht so einen Fluss. Ich nehme mal so ein Ding hier. Ja, so ein Teil hier. Dann habe ich den hier voll. Bekomme 12. Und bekomme so einen und so einen. Und dann nehme ich, welcher passt denn gut rein? Der passt immer gut rein. Ja, der passt gut rein und der passt gut rein. Ach so, jetzt haben wir natürlich die unterbrochen. Nee, mache ich doch nicht. Weil das ist mir zu wichtig. Also lege ich nur... Ich lege jetzt meinen hier an. Bekomme ich einen grünen und nehme ich den hier. Du planst auch noch was. Ich plane was, ja. Das ist natürlich schlecht, wenn man dir so viel Zeit gibt, darüber nachzudenken. Gut, dann bin ich wieder. Ich lege das Ding mal hier hin und nehme mir da, was nehme ich mir mal? Nehmen wir mal das Ding hier. Gut, ich lege den hier an. Darf ich machen, oder? Ich lege den hier an, dann bekomme ich einen solchen und einen solchen. Dann wähle ich
Ich habe so viele schöne Flüsse, aber halt nicht verbunden. Also, ach, ich habe den hier fertig? Ah, nee, habe ich nicht fertig. Den will ich aber fertig kriegen. Muss ich wieder einen Fluss nehmen, oder? Ja, nehme ich den hier und den hier. So, dann lege ich jetzt das Ding mal hier rüber, bekomme dafür einen so einen grünen. Schupp. Und was noch wichtiger ist, ich habe das Ding fertig, also bekomme ich hier jetzt die 12 Punkte. Der passt dahin. Ja, ich brauche jetzt im Prinzip nur noch solche Dinger. Punkte werde ich jetzt hier nicht mehr so viele machen. Das heißt, eigentlich könnte ich jetzt schon rechnen, wer gewonnen hat, aber lassen wir mal. Ach, hätte ich vorhin schon nehmen können. Egal. Dann lege ich jetzt den hier. Ich weiß, was du für einen Plan hast. Und nehme mir welchen denn? Weißt du wirklich? Welchen denn? Ja. Bin ich gespannt. Was kriege ich da so ein? Jetzt sollte ich erstmal das da unten machen. Ja, welchen ich wahrnehme, ist eigentlich egal. Also gut, lege ich den hier. Gehen beide nicht. Gut, doch, der geht. Okay. Und dann kriege ich hier die Punkte, weil es abgeschlossen ist. Achso, ich habe den Auftrag erfüllt übrigens hier. Also hier muss man 6 grüne Teile miteinander verbunden haben. Und ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 miteinander verbunden. Deswegen Auftrag erfüllt. Ehrlich. Gut, dann lege ich den jetzt mal hier hin. Oh, ich werde sowas von hart verlieren. Und nehme mir dafür mal so ein Einserplättchen hier. Und dann bekomme ich so ein Plättchen hier. Jetzt muss ich schauen, welches davon irgendwie noch gut reinpasst. Das passt sogar noch rein. Also diese Partie wird Stefan übrigens haushoch gewinnen. Nee, weil irgendwie fehlt bei mir noch eine. Eins, zwei, ich habe doch alle 4 schon, oder? Mhm. Aber ich kriege gar nicht mehr die unter. Wen unter? Ja, ich kriege jetzt noch einen unter, aber dann war's das. Dann habe ich gar keinen Platz mehr für den nächsten. Du kriegst doch eh nur noch. Achso, ja. Ja, ich kriege nicht mehr unter. Okay, du bist dran. Jo, ne? Ich lege den mal hier hin und nehme mir dafür dann mal auch nochmal hier so ein Zweierblättchen. Ich lege den hier an, dann nehme ich mir aber nicht so einen, sondern lieber so einen. Gut, ich lege den Einser hier hin und bekomme dafür hier den Achter. Vergessen, ja. Ich lege das da hier hin und bekomme den Sechser. Oh. Und nehme mir wieder einen Einer. Dann lege ich mal das Plättchen hier hin, nehme mir dafür so ein Zweier. Ich lege den da an, nehme mir dafür so einen. Oh, jetzt macht er ernst. Ich lege den hier hin, nehme mir dafür so einen. Den da und durch. Du hast angefangen, ne? Ja, ist dann, egal, du hast noch einmal. Dann darf ich noch den hier hinlegen und kann jetzt hier meinen Park abschließen, ne? Wir sind halt beide jetzt in der gleichen Runde fertig geworden. Das klappt, also bei uns hat das bisher in allen Partien geklappt. Es kann manchmal vorkommen, wenn man wirklich ganz dumm baut, dass das nicht funktioniert. Und ja, jetzt können wir die Punkte ausrechnen. Und dazu gucken wir einfach, was da drauf ist, ne? Also, auf Lustig hat sonst keiner erfüllt rein. Nee, genau, und da gucken wir jetzt einfach, du hast das, ehrlich. Also, den kriege ich noch übrigens. Weil die 3 habe ich ja. Das ist Game-Breaking auf jeden Fall. Das ist schon was. Ja, das ist schon nicht schlecht. Okay, jetzt gucken wir einfach, ne? Ich habe hier 4, ich habe 10. Dann habe ich 20, dann habe ich hier 34, dann habe ich hier 40, 52 und hier habe ich dann 60, 66, 70, 72, 80 Punkte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Das ist besser als in meiner ersten Runde, und zwar um einen Punkt und also um 11 Punkte schlechter als in der letzten Runde, die wir gespielt haben. Also ich glaube, Stefan wird haushoch gewonnen haben. Wie viel hast du? 81. 83. Boah, es war ein bisschen, also es ist immer so knapp. Ist immer knapp.